Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Liga-Rennen auf meinem Kanal. Hier seht ihr mal kurz den WM-Zwischenstand. Da habe ich einen ganz guten Vorsprung mittlerweile. Auch in der Teamwertung sieht es für Renault echt gut aus. Aber hier in Deutschland habe ich ja noch das Trauma von der letzten Saison, wo ich in der Boxenausfahrt in der Wand hängen geblieben bin. Und ja, ihr seht es auch, dass die Qualität dieses Mal im Video leider nicht so gut ist. Ich weiß nicht, warum mal wieder das Ganze verpixelt ist. Aber im Großen und Ganzen sollte man alles Wichtige sehen. Wir fangen wie immer an mit der Qualifying-Runde, die hier im Trockenen stattgefunden hat. Denn ich kann euch schon mal verraten, es wird im Rennen regnen. Und deswegen jeder hier mit den Ultrasoft-Reifen. Im Moment habe ich noch die Pole-Position rechts oben. Erkennt man auch leicht. Ich verbessere mich noch. Erster Sektor war an sich nicht schlecht, geht aber noch ein bisschen besser. Jetzt kommen wir zur Haarnadel. Anbremsen, rein in die Kurve. Erster Gang, kann man gut rumgeworfen werden. Geht noch ein bisschen besser. Ausgang bin ich auf den Curb gekommen. Da kommt man am besten nicht auf den Curb. Dann hier natürlich Vollgas. Rechte Seite ungefähr kurz nach dem 100-Meter-Schild anbremsen. Ja, da habe ich nochmal sicherheitshalber runtergeschaltet, denn ich habe gemerkt, die Kurve kriege ich nicht so ganz. Auch hier nicht Vollgas durch. Also Runde leider nicht perfekt. Ich verbessere mich zwar nochmal, aber im Moment nicht so einen großen Sprung. Hier habe ich wieder den Eingang ins Motodrom nicht bekommen. Da kann man deutlich enger fahren. Die Kurve hier aber gut genommen, jetzt natürlich ans Gas, in die Kurve rein, vierter Gang, auch hier innen ein bisschen viel Zeit verloren, hier kann ich den Schwung noch ein bisschen gut mitnehmen, verbessere mich jetzt zwar nochmal, hier mit der Bestzeit, aber ich habe nicht die Pole, denn ich werde dann nochmal geknackt von Bieber und Alko und man sieht es auch im Abstand, wenn man es denn erkennen kann, das ist dann schon recht deutlich, aber meine Runde war nicht perfekt, von daher wusste ich, dass da noch ein bisschen was geht, aber jetzt hier Full-Wets-Bedingungen, Ampeln sind an, los geht's und man sieht es auch, ich bin ganz vorsichtig, hier kommt mir wieder das Heck, also ich weiß nicht, was das ist. Alle starten besser, aber naja, vorne Patrick Race fährt in Alko rein, dreht sich, damit Position für mich wieder da. Gar kein Problem. Und hier jetzt Kuriosität, ich merke, dass ich zu spät bremse und habe hier schon in die Party geschrien, Alko, zieh nicht rein, dass bloß kein Unfall passiert. Auto wieder korrigiert, ich bleibe auf Platz 3. Hinter mir kommt Pro SGE, der ja bekanntlich ein Controllerfahrer ist, von daher sollte er im Regen ein bisschen besser klarkommen. Schauen wir mal, ob ich das Ganze verteidigen kann. Jetzt erstmal das Ganze natürlich einfahren. Bedingungen auschecken, wie kommt man zurecht, wie kann man da vorne mit Bieber und Alko mithalten. Anuja ist hier schon ausgeschieden, ich glaube da gab es ein Bremsproblem irgendwas, aber an sich im Moment Platz 3, alles in Ordnung erstmal. Ich habe mir auch ehrlich gesagt Platz 3 nur ausgemalt, denn vorne Bieber im Normalzustand fährt er uns weg und man sieht auch da vorne, der ist schon ein bisschen weg und dann kommt hier das Safety Car, wir sind nämlich in Runde 4, kleiner Sprung gemacht. Und jetzt achtet mal da vorne, in der Safety-Car-Phase steht hier plötzlich Bieber quer. Alko und ich kriegen hier fast einen Herzinfarkt, müssen ausweichen. Und Bieber hat sich beim Aufwärmen der Reifen gedreht. Also dass es sowas gibt, hätte ich auch nicht gedacht. Zum ersten Mal im Spiel gesehen. Auf jeden Fall Bieber jetzt zurückgerutscht. Alko vorne auf Platz 1, wie hier auf Platz 2 und Pro SGE auf Platz 3. Und jetzt kommt das Safety-Car rein. Ich habe natürlich direkt wieder ein querstehendes Heck. Kriegt die Kurve jetzt nicht so gut. Alko da vorne noch knapp an der Wand vorbei. Das hätte fast der Ausfall sein können. Deswegen komme ich jetzt ran, nehme hier aber ein bisschen Sicherheitsabstand. Wollte hier eigentlich keine Verwarnung nehmen. Habe auch zu Gott sei Dank keine bekommen. Aber an sich alles okay. Jetzt anbremsen, dieses Mal ein bisschen früher. Alko kriegt die Kurve nicht so wirklich. Daher kann ich dranbleiben. Jetzt natürlich wichtig, den Schwung mitnehmen. Und ich habe hier so viel Schwung genommen, dass ich gerade noch so mein Auto abfangen kann. Rechts, links und da vorne sieht man, Pro SGE zieht auch an Alko vorbei. Also Alko hatte auch Probleme bei der Beschleunigung. Und hier werde ich durchgereicht hinter Charlie, hinter Helsing. Und jetzt bleibe ich hinten dran, ziehe einfach mal in die Mitte. Und beide da vorne kriegen die Haarnadel nicht so wirklich. Kurz runtergeschaltet, jetzt die Beschleunigung. Bisschen querstehendes Auto, jetzt aber allerdings auf Hotlap gestellt, beziehungsweise auf hoch. Ich kenne es leider nicht so gut. Und deswegen wieder zurück auf Platz 3. Man erkennt aber auch im Moment die Bedingungen. Man erkennt nicht so wirklich, wo man hinfährt. Also auf der ganz langen Geraden ist es da ziemlich schwierig, den Überblick zu behalten. Da vorne auch Alko mit der ganz weiten Linie. Also es war ziemlich schwer. Und auch hier sind wir jetzt in Runde 10. Und man sieht, Bebastisch ist auf Platz 4 mittlerweile wieder vorgefahren hinter mich. Vorne nach wie vor Pro SGE auf Platz 1, Alko auf Platz 2. Und ich konnte so ein bisschen mithalten. Also man sieht, es sind so 2-3 Sekunden, die ich wirklich Abstand habe und damit war ich auch voll zufrieden, denn so wirklich den Groove hatte ich nicht. Hier erkennt man es auch, hier rutsche ich immer wieder nach außen. Dann 3 Runden später
war ich auf Platz 1, weil Alko und Pro SGE in die Box sind. Bibar hier ganz nah hinter mir. Und da war meine Aufgabe, ihn so lange wie möglich hinter mir zu halten. Wir kämpfen um die WM, das Ganze natürlich auch hier ganz wichtig, denn es sind ganz wichtige Punkte hier. Und Bibar war dauerhaft hinter mir. Bis jetzt konnte ich ihn allerdings hinter mir halten. Und dann hier Runde 13 gehe ich dann auch rein, denn jetzt waren Intermediates-Bedingungen. Bibar fährt noch weiter, denn die Regenreifen waren gar nicht so schlecht zu dem Zeitpunkt. Hier hat man übrigens gesehen, dass ich ganz langsam rausgefahren bin. Fall deswegen auch hier hinter Sheva zurück. Im Moment auf Platz 7, also ziemlich weit zurückgefallen. Aber jetzt da vorne gegen Sheva auf den Regenreifen müsste das sein. Ich erkenne es leider nicht, aber Trockenreifen sollte er jetzt nicht haben. Da hat er doch Druck. Ich kann es leider nicht erkennen. Ihr seht es hoffentlich links oben. Auf jeden Fall hier anbremsen. Sheva verpasst die Kurve. Ich verpasse sie auch ein bisschen und rutsch eben dann hinten drauf. Und links vorne Flügel kaputt. Also ich habe gedacht, Sheva kriegt die Kurve gar nicht und rutscht noch weiter nach außen. Deswegen habe ich da eher die weite Linie gewählt. Aber naja, jetzt mit dem Flügelschaden natürlich die Chance da vorne auf den Sieg weg. Ich korrigiere mich übrigens nochmal. Sheva hat dann natürlich keine Trockenreifen. Der hatte die Full-Wets-Reifen immer noch drauf. Aber ich mit frischen Intermediates-Reifen natürlich ein bisschen schneller. Ja, dann war ich jetzt hier auf Platz 3. Da hinten kam Pro SGE dran, der nämlich zweimal in die Box musste. Der hatte, glaube ich, nach seinem ersten Boxenstopp nochmal die Full-Wets genommen. Irgendwie sowas und ist da, daher jetzt auf Platz 4 zurückgefallen. Vorne im Moment auf Platz 1 Alko, dahinter Bibastisch. Also Bibastisch konnte seinen ganzen Rückstand wieder aufholen, wenn man das so möchte. Und hier auch... Da ja, wie ich vorhin schon erwähnt, Pro SGE ein Controllerfahrer ist, wusste ich, das wird jetzt ganz, ganz schwer. Der konnte ja auch vorhin schon die Speed mitgehen mit Alko und so weiter. Von daher war jetzt meine Aufgabe hier im Infield, so gut wie es geht, Sprit bzw. ERS sammeln und dann alles Richtung erster Sektor bzw. lange Gerade verbrauchen, dass er ja nicht rankommt. Ich bin ja auch immer Bestzeiten persönliche gefahren, aber das bringt nicht so viel, wenn man nach vorne nicht aufholen kann. Und jetzt hier zum Beispiel die Schlüsselstelle. Das war ganz wichtig. Anbremsen, nicht so weit rauskommen. Allerdings auch nicht so weit innen. Und jetzt den Schwung mitnehmen. Und wie man jetzt unten auch am Pfeil sieht, ist Pro SGE hier sehr gut rausgekommen. Da kommt er ran. Und ich habe allerdings vom trockenen Qualifying die Flügel übernommen. Und jetzt sieht man, dass ab dem Moment, wo Pro SGE aus dem Windschatten geht, kommt er nicht vorbei. Und als ich das jetzt hier gemerkt habe, wir sind 11 Runden vor Schluss, während ich hier wieder mit meinem Heck ein bisschen kämpfe. Auch hier bei der Beschleunigung seht ihr, das Rausbeschleunigen ist besser, dank des flacheren Flügels. Und hier auch wieder, eine Runde später, also das geht jetzt im Rundentakt, hier Pro SGE kommt besser raus, ist jetzt aus meinem Windschatten raus und jetzt passiert nichts mehr bei ihm. Und ich habe hier die Innenlinie, kann ganz normal anbremsen, er kommt jetzt mal nebendran, aber kann natürlich innen nicht vorbeiziehen. Jetzt vielleicht bei der Beschleunigung, aber auch hier bin ich gut rausgekommen. Jetzt ziehe ich weg und daher kann er nicht angreifen. Also da Gott sei Dank, dass ich ein wenig oder wenig Flügel draufgepackt hatte. Hier kann er auch wieder nebendran ziehen, aber ich lasse ihn außen einfach ein bisschen auf den Curb. Jetzt die Beschleunigung und dann kommt da vorne die Rechtskurve. Dann habe ich gedacht, ich komme deutlich vorbei. Jetzt Rechtskurve, er zieht auch außen zurück, bin ich wieder vorbei auf Platz 3. Und wie gesagt, meine Aufgabe war hier nur Platz 3 ins Ziel retten. Nach vorne ging überhaupt nichts. Ihr seht es ja links unten auf der Karte, da sind Alko und Bibar einfach deutlich weg. Und ich mit meinem Flügelschaden wollte da einfach nur Schadensbegrenzung machen. Ja, jetzt sind wir schon in Runde 30. Ich kriege die Haarnadel nicht so wirklich. Jetzt allerdings wieder die Beschleunigung. Ihr seht es. Und das ist der Vorteil, wenn man weniger Flügel hat. Das hilft sogar bei der Beschleunigung. Und jetzt sind wir in der letzten Runde. Und es ist Tatsache, oder es war so, dass Alko in der vorletzten oder in der letzten Runde einen Reifenschaden bekommen hat. Das heißt, Bibar gewinnt das Rennen hier vor Alko im Ziel. Und jetzt für mich letzten zwei Kurven, kriegt die Kurve hier nicht so wirklich. Pro SGE ist noch hinten dran. Hinten dran übrigens auch Charlie. Jetzt nochmal die Beschleunigung, Auto quer. Aber ich krieg das Ding ins Ziel auf Platz 3. Gott sei Dank, also für mich klasse Ergebnis, ich war richtig froh, ich habe danach richtig gejubelt. Hier seht ihr es nochmal, ich hoffe von der Darstellung her sieht man ein bisschen was. Also von den Strafen her relativ ausgewogen, Alko dann doch nicht so weit weg von mir wegen den Zeitstrafen. Charlie überholt Pro SGE und jetzt kann ich euch auch sagen,
dass Charlie wegen einer Strafe, die er abgezogen bekommen hat, sogar Zweiter wurde. Das heißt, Alko auf 3, ich auf 4. Das heißt, Bibastic hat gut Punkte gut gemacht. Aber naja, das nächste Rennen findet in Ungarn statt. Schwierige Strecke, wenn man da im Qualifying schon recht weit vorne steht, kann das Ganze das schon entscheiden. Ansonsten danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin. Ciao, ciao.